Red pusht wieder in eins seiner Experimente. Digga, was macht er da denn? Es ist ein Tornado, der außer Kontrolle gerät. In Rainbow Friends passiert etwas ganz Schreckliches, Leute. Die Farbe wird von einer unbekannten Macht absorbiert. Es wird wirklich heute mega verrückt. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst also ein Like da. Dickes Küsschen. Wir gehen rein. Let's go. Als erstes schauen wir uns von Gamidora ein Video zu den Rainbow Friends an. Ein richtig cooler Animationsfilm und, wer ist das denn, Alter? Red Mädel ist da und die Ente ist auch irgendwie am Start und sie ist, glaube ich, gerade ein bisschen sauer, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Und da sind halt so Sternekochs gewesen, ne? Und der muss jetzt auch einer werden, sozusagen. Okay, ja. Und anscheinend ist da Purple noch als Mädel und sie sagt, sie hätte gerne Tornado Omuria. Was ist das denn? Und Yellow ist da am Kochen und der hat schon wieder was angebrannt. Das gibt jetzt Ärger, glaube ich, ne? Er nimmt den Kittel von Red Mädel und sie hat jetzt irgendwie weniger an oder was? Was ist das denn? Oh, ich glaube, die ist richtig sauer. Oh Gott. Die Ente kann da wirklich nichts für. Er rollt jetzt irgendwie den Kittel auf und hat hier irgendwas Cooles zu essen gemacht. Und sie sagt, puh. Und er hat das Ding, er hat ihren Kittel mit den Kartoffeln vertauscht. Und die Ente denkt jetzt so, oh oh. Und jetzt ist ein dickes Problem. Purple Mädel will das jetzt gerade essen. Also ich sag einfach mal Purple Leute und Red. Und sie ist anscheinend ein Restaurantkritiker. Oh Gott. Das hagelt jetzt Dislikes, ne? Leute, apropos, Alter, lasst mal ein Like für das Video da, Digga. Ich sag ehrlich. Also kein Dislike, bitte. Bitte nicht. Und was sagt sie dazu? Oh Gott. Sie mag es. Laborkittel sind anscheinend die neue Meisterkreation. Und die beiden so, ja, Mann, lass mal probieren. Wir checken das mal aus. Wir essen ein bisschen. Und es schmeckt anscheinend. Die kleine Ente ist ein Genie. Ein Meisterkoch. Sie macht kurz Story für Instagram. 5 Sterne. Laden läuft und jetzt kommt die ganze Kundschaft angerannt. So ist das, wenn ein Restaurantkritiker nämlich Kritik runterlässt. Nice. Und die haben jetzt ordentlich was zu tun. Da muss ich immer so ein bisschen an SpongeBob denken mit den ganzen Burgern und so, als er die da rausgeschallert hat. Und jetzt müssen die dafür sorgen, dass die Leute was zu essen kriegen. Aber wo kriegen die ganzen Kittel her? Sie haben noch... Ah, er kriegt jetzt eine Kochmütze, weil er jetzt Chefkoch ist. Cool. Und er ist jetzt einer von denen. Wie nice. Das war ein süßes Video. Und er bringt seine Meisterkreation raus. Tornado Blitz. Zack. Jeder kriegt einen Teller. Sehr geil. Alle machen ein Foto. Allen schmeckt es anscheinend. Jawohl. Und der isst alles weg. Die sehen immer so cool aus. Und Orange. Gerade der. Junge, der ist ja richtig weggeflogen, der Typ. Oh, es gibt anscheinend irgendwie, ja, okay, es ist alles gut. Daumen hoch. Und Yellow haut hier eins nach dem anderen raus und zieht anscheinend immer mehr aus. Und irgendwann haben die wahrscheinlich auch keine Klamotten. Er will das T-Shirt wegreißen. Leute, also ich kenne euch, ihr kleinen Schlawiner, mal ganz ehrlich. Hashtag T-Shirt in die Kommentare, wer das von euch jetzt hätte sehen wollen, ne? Ich kenne euch, ihr Gauner. Nun ja, wir sind jetzt auf jeden Fall bei einer anderen Geschichte, also bei dem Chefkoch Red. Und sie hätte gerne irgendwie einen Diamantenring. Ist aber irgendwie nicht so cool. Chefkoch Red will halt gar nichts hören. Digga, was soll das? Also will sie, dass er sie heiratet? Oder will sie einen Ring? Oh Gott! Er hat sich wehgetan, ne? Der Hummer hat seine Hände verletzt. Was passiert da jetzt? Oh nein, er hat einen Kochwettbewerb und seine Hände sind kaputt. Jetzt muss Red Mädel das irgendwie klären. Anscheinend. Ja, sie hat jetzt ein Kochduell. Und da sind die Köche. Es wird ein ganz dickes Ding und Boogiebot sagt schon, let's go. Alle müssen jetzt durchziehen. Boogiebot von Bobby Playtime ist auch einfach da. Sie haut da den Hummer raus in der Pfanne und sieht richtig edel aus. Und Blutiger macht da so einen Kackteig. Und er haut da Eis drauf, ne, und lasert das Ding irgendwie so weg. Und ja, das sieht jetzt für sie schlecht aus. Das Gericht sieht auf jeden Fall nicht nice aus. Sie hat aber so einen Edelstein dabei. Was macht sie damit? Sie haut den Edelstein darauf, macht das Ding erstmal richtig platt. Und
Mach daraus eine Eiscreme. Oh, lecker. Geiler Becher. Sie nimmt noch ein paar Ohrringe, so Erdbeerohrringe. Packt die damit rein. Und Blue sieht es schon wieder, ne? Und lacht halt. Weil er, glaube ich, denkt, sie verliert. Und die sind jetzt fertig. So, jeder hat jetzt was Heftiges gezaubert. Blue sogar einen richtig coolen Kuchen gemacht. Finde ich nice. Das ist echt nice. Und sie hat halt nur diese Eisbecher so, ne? Und wer ist der Gewinner? Das ist jetzt die Frage. Sie hat gewonnen? Okay. Weil die Eisbecher einfach krass sind. Die Poppy Playtime Jury ist hier und hat bewertet, sie kriegt jetzt den Chefkoch-Pokal. Und oh, das müsste Red doch eigentlich locker gefallen. Da ist Knopf und da kommt ein Ring raus. Und er hat gesagt, hey, da ist ein Ring für dich drin. Und anscheinend sind die jetzt verheiratet. Wie süß. Okay, was haben wir hier? Noch eine Koch-Edition von Red. Okay. Oh, riecht gut, sagt Yellow. Und anscheinend ist er da noch kein Meisterkoch. Auf jeden Fall hat Red vor, einen Diamanten wahrscheinlich in den Truthahn zu verstecken, um dann diese Red zu heiraten. Wie oft heiratet der Typ eigentlich? Ist doch irgendwie nicht cool. Okay, Yellow fliegt da so ein bisschen durchs Fenster. Isst den ganzen Truthahn auf. Mit Ring. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Red zieht da die Zunge raus und sagt, Digga, gib mir den Truthahn her. Und jetzt gibt's eine dicke Beulerei anscheinend, ne? Oder als ob der da durchpasst mit dem Truthahn im Bauch. Was ist das denn? Der arme Red. Jetzt hat er keinen Ring mehr. Und Yellow tut das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen leid. Und er sagt halt so, weißt du, ich habe da einen Ring reingepackt und du hast das Ding halt voll aufgegessen. Und er sagt halt, los Mann, rück den Ring wieder raus, den Truthahn kannst du behalten, Keule. Und anscheinend merkt er, oh, die Federn schmecken gut. Wie wäre es denn, wenn er Yellow brät? Der sieht doch optimal aus wie ein Truthahn. Nee, doch nicht. Er nimmt die Federn einfach und isst die Federn anscheinend. Und macht aus den Federn so einen halben Truthahn, so einen Spaghetti-Truthahn oder was? Aha. Es gibt jetzt Spaghetti. Und er kommt gerade von der Toilette und fragt halt so, ey, hast du den Ring in die Toilette gedrückt? Und er sagt so, nee, nee. Und es klingelt schon, ne? Nein, es ist sein ganzer Abend ruiniert und er muss lächeln. Aber er ist eigentlich voll traurig. Yellow macht da ein bisschen entspannte Groovy-Musik rein. Und locker hat er den Ring versteckt. Locker hat er den Ring da drin versteckt, oder? Yellow ist sogar noch der Butler. Oh, das wäre so niedlich, wenn er es gemacht hätte. Und sie sieht es so, hä? Ist da ein Ring? Hat er irgendwas vor? Und Red so, nee, ist alles cool. Und sie freut sich schon, ne? Und er sagt, Digga, ich brauche jetzt unbedingt den Ring, Mann. Und, oh, Yellow hat erstmal ein dickes Ei gelegt. Da ist er drin. Nimm den, sagt er. Er guckt da rein. Ist es der Ring? Man weiß es nicht. Sagt, willst du meine Frau werden? Doch, der ist in einem Ei. Wie süß. Und sie sagt bestimmt ja, ne? Ja. Ach Leute, und die Ente will halt wieder essen, aber kriegt dieses Mal eine dicke Schelle von der Eierschale. Cooles Video. Jetzt sehen wir allerdings etwas ganz anderes. Wir haben das Labor von Red und er ist böse. Er hat hier irgendwas vor. Ich glaube, Red pusht wieder in eins seiner Experimente. Digga, was macht er da denn? Es ist ein Tornado, der außer Kontrolle gerät. Oh Gott. Der Tornado hat Red komplett die Farbe gesnackt. Okay. Leute, was geht denn da? Junge, was ist das denn? Orange hat da gerade was gesehen und da kommt der Farbtornado. Und der zieht ihm die Farbe weg. Ich glaube, Orange weiß genau, was hier geht. Purple hat sich versteckt. Sehr gut. Wir gucken mal weiter. Es geht da irgendwie lang. Okay. Und Purple ist da im Vent. Man sieht ihn. Digga, da kommt der Tornado. Oh nein, Orange. Du bist richtig dran, Digga. Jo, was passiert da? Er ist ihm ausgewichen. Es geht rein in so einen Generatorraum. Der Tornado ist aber direkt hinten mit drin. Nein, das ist das Labor von Red. Orange, du musst doch etwas unternehmen. Und der kickt da rein. Und anscheinend kriegt er das Ding wieder in den Griff. Kommt die Farbe zu den anderen wieder? Ja, tatsächlich. Die Seelen sind wieder raus.
Orange, der Ehrenmann. Was für ein geiles Ding. Aber dass das Blue ist, bisschen komisch, ne? Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem Video zu Rainbow Friends. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und ein dickes Küsschen für euch. Denno, out.